Hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile achten Update von der Baustelle des Freibads in Waldshut, diesmal aus der Kalenderwoche 22. Diese Woche ist auch wie die anderen Wochen etwas kürzer geraten, da Donnerstag ein Feiertag war und wir sozusagen deshalb nur den Montag bis Mittwoch haben. Nichtsdestotrotz ist wieder einiges auf der Baustelle passiert und was das genau war, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Am Montag ging es los mit dem Abschalen der Schalungen, die letzte Woche gemacht wurden und mit Beton gefüllt wurden. Woran man das Abschalen erkennt, kann ich euch verraten. Müsst ihr mal hier in diesem Bereich des Bildes gucken, wenn wir in den Tag reingehen. Da werden sich so ein paar Schalungen stapeln. Ja, was man jetzt auch schon ganz gut sieht, ist, dass die Mauer hier in dem Bereich, nennen wir ihn mal den südlichen Bereich des Nichtschwimmerbeckens sowie des Schwimmerbeckens, schon ganz gute Ausmaße annimmt. Man könnte sagen, da ist schon die Mauer fertig. Und ich denke, in den nächsten Wochen wird dann noch der verbleibende Bereich hier und hier betoniert werden, sodass dann bald die Mauern um das Becken fertig sind. Am Dienstag sieht man, wurden hier weitere Schalungen am Nichtschwimmerbereich gemacht. So wie hier am Technikgebäude wurden aus den entfernten Platten wieder neue Schalungen hergestellt. Wir sehen hier, wie die Schalungen hier wachsen und hier werden dann auch bald ein paar Platten hinzukommen. Jo, am Dienstag wurden wie gesagt die Schalungen aufgebaut und jetzt am Mittwoch werden diese Schalungen mit Beton gefüllt. Wir sehen hier unseren Betonkübel, na, wie er hier die Schalungen befüllt. Und ich glaube aber, dass am Mittwoch nur das Technikgebäude gemacht wurde. Hinten wurde noch kein Beton eingebracht, denn da fehlen nämlich die Folien. Wir sehen hier hübsch abgedeckt das Technikgebäude und hinten sind wohl die Schalungen schon fertig, aber noch kein Beton drin. Wie gesagt, diese Woche war wieder ein bisschen kürzer. Deshalb war es das schon. Wir versuchen aber für das 10. Update ein etwas längeres Update zu machen. Insbesondere dann auch noch mit ein paar Detailfotos von der Baustelle. Also ja, bleibt dran und wir hören uns beim nächsten Update. Bis dahin, euer Peter.